Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Yippdidu. Wir haben eine Schrotflinte gefunden, eine doppelläufige. Und ein paar Tabletten. War lustig, war eine nette... Will man es Nebenquest nennen, könnte man als die Nebenquests in The Last of Us 2 beschreiben. Diese kleinen Geschichten in den optionalen Gebieten quasi, die dann auch immer ein bisschen Loot für einen droppen im Grunde oder irgendwo verstecken. Im Grunde sind die Saves so ein bisschen die Nebenmissionen. Waffenstillstand wurde gebrochen, aber ihr kommt zurück. Haben wir den Mist nicht hier weggeräumt? Ui, ein Schrein. Meine Prophetin, bitte gewähre mir, durchgestrichen. Könntest du durchgestrichen? Vielleicht ist es möglich, worum ich bitten möchte, aber ich muss dich bitten. Vielleicht ist es unmöglich, worum ich dich bitten möchte, aber ich muss dich bitten. Segne die Wolves mit deiner Erkenntnis, deiner Weisheit, deiner Liebe, auf dass sie ihre selbstsüchtigen Wege abschwören und ihre Waffen niederlegen. Mögest du Frieden in die Welt bringen. Was haben wir dazu? Frieden? Ja. Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. Na, so einfach geht es nicht, Abby. Euch gehört die Stadt hier nicht. Oh, das ist nicht nur ein Gebetsschrein. Also schon, aber das ist wie so eine Klagemauer oder sowas in der Art. Ihr habt mir hier Wünsche und sowas. Ah ja, ich verstehe. Meine Prophetin, ich möchte wieder auf die Jagd gehen. Bitte erfüll meine Wünsche nach einem neuen Ross. Schnell und stark. Einen neuen Sattel und neuen Zaumzeug. Ist die Prophetin... Ja, weißt du nicht. Ist die Prophetin ist vielleicht sowas wie der Weihnachtsmann. Meine Prophetin, ich brauche nicht viel, meine Bedürfnisse sind gering, aber meine Hände sind ungeschickt und ich kann zu unserer Arbeit für das Dorf nicht beitragen. Ich kann nichts reparieren, schmieden oder bauen. Ich bitte dich, mir die Fähigkeit zu schenken, damit ich produktiv sein und mir Respekt verdienen kann. Okay, immerhin mal eine praktische Bitte. Prophetin, ich diene dir gut. Ich habe schon zwei Wolves in deinen Namen befreit. Befreit ist wahrscheinlich ein schöner Euphemismus für... Und ich werde dir noch viele weitere schicken. Bitte lass mich lange genug leben, um zu sehen, wie du Erlösung über dieses Land bringst. Ich frage mich, wie sie auswählt, welche Zettel sie runterzupft und welche nicht. Meine Prophetin, schenke deinen Kindern Wohlstand und Kraft, auf dass wir die Welt von ihrer Krankheit befreien und neu anfangen können. Haben die irgendwie eine Ahnung, wie groß die Welt ist? Sitzen da den ganzen Tag auf ihrer Insel und, naja, wahrscheinlich nicht. Sind sie verlangt, Kumpel. Na, eben. Ich sehe schon, sie nimmt nur die gelblichen Zettel. Meine Prophetin, schenke deinen Älteren die Weisheit, deinen Ältesten, den Ältesten. Was lese ich denn? Meine Prophetin, schenke den Ältesten die Weisheit, mich mit Edmund zu verpaaren. Gott, das klingt furchtbar. Er ist stark und geschickt, zärtlich und freundlich. Ich sehne mich danach, seine Kinder auszutragen. Oh mein Gott. Da will jemand Sex haben. Ja, so kann man es auch sehen. Horny. Aber das gewährt Einblick auf die Rituale und Normen und ja, der. Und ich bin kein Fan davon. Kein Fan von Zwangsehen oder sowas wie Zwangspaarung. Finde ich nicht so gut. Ich bin mir nicht sicher, ob die mit Verpaaren, Geschlechtsverkehr oder heiraten meint. Also sowas, was unserer Ehe nahe kommt quasi.
Cam. Danke für deine Nachricht. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Ich bewache hier immer noch die Scar-Prophetin. Ich habe dir es noch nicht erzählt, aber bei meiner letzten Schicht habe ich mit ihr geredet. Ich habe sie gefragt, warum sie das macht, warum sie ihre Leute nicht einfach sagt, dass sie die Waffen niederlegen sollen. Sie fing an mit dem üblichen Scar-Mist. Dass wir zurück zur Natur müssen und dass wir uns zu sehr auf Maschinen verlassen und so weiter. Aber dann hat sie gesagt, dass sie keinen Krieg will und dass die Tage des Ausbruchs ein Weckruf war, aber nicht alle aufgewacht sind oder so ähnlich. Es wurde gerade interessant, als der blöde Louis reinkam und mich angemacht hat, weil ich mit ihr geredet habe. Aber als er sie angeschrien hat, hat sie ihn nur angelächelt. Sogar als man sie in ein anderes Zelt gebracht hat und die andere Wache sie beschimpft und herumgeschubst hat, hat sie nur ganz ruhig gelächelt. Es war unheimlich. Alle sagen, dass sie verrückt ist. Aber ich sage dir... Was? Doppelpunkt. Seit ich mit ihr gesprochen habe, verstehe ich, was sie meint. Versteh mich nicht falsch. Ich glaube, dass ihre Angehörigen total durchgeknallt sind, ihre Anhänger. Aber sie hat etwas an sich, was einen packt. Ich habe gehört, dass man sie jetzt an einen sicheren Ort bringen will. Wir sehen uns zu Hause. Sei vorsichtig, Sally. Isaac. Fuck. Durch dich wurde eine Verrückte zur Märtyrerin. Alles klar. Oh, ein Pistolenholster. Das ist fein. Cool. Jetzt können wir zumindest unsere beiden Pistolen schon mal gleichzeitig führen. Wenn wir jetzt noch einen großen Waffenholster finden, bin ich glücklich. Ein Gewehrgurt oder wie auch immer man das bezeichnen würde dann. Moment mal, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ach so, das war optional mit dem Holster und so. Ich dachte, das ist der richtige Weg. Ja, aber Moment mal, was ist denn dann der richtige Weg? Müssen wir uns vielleicht doch nochmal kurz umschauen. Nö. Wenn ich so lange Nachrichten lese, vergesse ich manchmal, was überhaupt los ist und wer ich bin und welches Jahr wir haben und warum ich hier sitze und was überhaupt los ist. Aber dann erinnere ich mich, dass ich Krotka vom Planeten Kulkok bin. Und dann geht's mir wieder gut. In Wirklichkeit bin ich aber natürlich ein Reptiloid. Aber das wisst ihr ja. Ich mache da wie gesagt kein Geheimnis draus. Reptiloiden haben zu Unrecht einen schlechten Ruf und da will ich dran arbeiten. Und ich habe meinen Reptilienfreunden, die menschliche Sprache liegt uns noch nicht so gut. Ich sag meinen Reptiloidenfreunden immer wieder, dass wir uns zu erkennen geben sollten. Weil erstens wissen die Leute eh schon, dass wir in Wirklichkeit alle wichtigen Positionen innehaben. Normalerweise, die meisten zumindest. Und zweitens streut das nur noch mehr Misstrauen, wenn wir uns weiter verbergen. Aber nee, die sind schüchtern. Die haben Angst. Ich meine, ihr seid auch ziemlich wilde Affen, ihr alle miteinander. The Last of Us 2 zeigt das ganz gut. Ist ein Spiel von Reptiloiden gemacht, um euch eure gewalttätige Natur wieder zu spiegeln. Hat zu ziemlichen Shitstorms geführt. Insofern war es, glaube ich, erfolgreich. Aber bei manchen hat es funktioniert, die haben die Botschaft verstanden. Bei anderen hat es nur genau das ausgelöst, was wir euch eigentlich damit widerspiegeln wollten. Naja, so ist das mit euch Menschen. Ihr seid kompliziert.
Kein Wunder, dass wir Reptiloiden lieber im Verborgenen bleiben, normalerweise. Überprüft alle Gebäude. Sicher geht zum Märtyrertor. Jetzt, wenn ich schon mein Scharfschützengewehr gehabt hätte. Warst du wirklich noch nie weiter von Haven weg? Ja, ich war ein Jahr in den Wachtürmen. Und die Ältesten fanden, ich sei bereit. Und jetzt, wo du hier bist? Was meinst du? Es ist eine Ehre, aber das Wolfsland ist trostloser, als ich dachte. Wie konnte man jemals hier leben? Wir sind von der Prophetin gesegnet. Dank ihr leben wir einfach. So viele Gebäude, dieser Überfluss, diese Verschwendung. Ihr Untergang war selbst verschuldet. Ein Wolf ist auch hier! Hier drin! Weg von mir! Feigling! Ah, Mist. Ich wollte jetzt schnell da durchhuschen und mich hinter die Deckung werfen. Hier drüben! Au! Leider ist sie... Aha, da ist jemand. Ich weiß aber nicht, ob das der Sniper ist. Und da hat auch gerade wer gepfiffen. Oh, oh, die flankieren mich. Das ist aber böse von denen. Scheiße. Das haben die jetzt davon. Mein Gott, da kommt noch einer. Wie viele sind denn das noch? Mindestens drei. Verschwunden. Alles genau absuchen. Stöbert sie auf. Okay, das hat gut funktioniert. Wenn die das auch machen würden, einfach sich ins hohe Gras legen... Dann wäre ich total machtlos. Hätte keine Chance. Überall würden sie liegen. Man kann kaum in die Wiese gehen, ohne auf einen zu treten. Ah, komm schon. Eva! Ah. Nein, das gibt's ja nicht. Ich kann leider nicht so schnell reagieren, wie der schießen kann. Das war jetzt wirklich ein bisschen ungünstig. Ich konnte wirklich nichts machen. Das passiert in dem Spiel leider öfter. Entweder mache ich da irgendwas falsch, vielleicht gäbe es eine Methode, oder das Spiel ist irgendwie tatsächlich so, dass man in so eine Todeskombo geraten kann. Aber das kann eigentlich nicht Sinn der Sache sein. Das will man eigentlich vermeiden. Ich sehe den nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die Schüsse herkommen. Der sieht mich dafür sehr gut, leider. Wo stehst du? Jetzt sehe ich ihn da oben, oder? Nein, das ist er nicht. Hm.
Ich muss leise sein, damit ich den höre, deswegen sage ich nichts. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn der? Wahrscheinlich irgendwo ganz oben oder so. Aha, da ist zumindest jemand. Ich weiß nicht, ob das die war. Ich habe aber noch mehrere Pfeifen gehört. Also, das ist auf jeden Fall nicht die letzte. Oh, ho, 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 ha, oh, oh Gott, das war gerade... Meine Güte. Nicht schlecht, muss man schon sagen. Warum ist denn der bitte so ein krasser Nahkämpfer? Warum kann es denn der auch nur ansatzweise mit Abby aufnehmen, frage ich mich. Ich brauche hier ganz schön viel Medkits. Finde ich nicht gut. Das werden die mir büßen. Oh oh. Aha. Ich komme, Wolf. Ich bitte darum. Bleibst du jetzt da stehen? Na dann. Was das? Abby gibt okay. Ja, ja. Muss einen Weg durch dieses Gebäude geben. Abby hat uns das "Es ist alles gut" Signal gegeben. Dann ist es alles gut. Abby würde uns nämlich nicht anliegen. Liegen? Lügen. Abby ist unser Freund. Eine Abby. Eine gute Abby. Das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Vielleicht komme ich da rein. Moment. Nee, passt schon. Okay. Fuck. Hoffentlich war Owen nicht hier. So Leute, und dieses Regal verschieben wir beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.